Moin, Ischede. Es gibt ja Menschen, die meinen, dass in Mar wieder die Welt zu Ende ist, dass da nicht weitergeht. Könnte man ja auch meinen, ist aber gar nicht so. Also man kommt aus Endeholz nach Mar wieder rein, man kann von Mar wieder nach Bargfeld kommen, nach Rädernow kommen, nach Weihhausen, nach Schelblow und nach Blickwedel. Wir stehen ja am Blickwedeler Weg. Und der ist, wenn wir weitergehen, ziemlich marode. Der ist ziemlich kaputt gefahren. Das soll sich bessern. Der Weg soll ausgebaut werden auf einer Länge von ungefähr 4 Kilometern. Da fließen, ich sag mal, öffentliche Gelder rein. Da ist die Forstbetriebsgemeinschaft dran beteiligt. Das ist ländlicher Wegebau. Das wird nicht asphaltiert, aber wir haben ja in der Gemeinde Ischede schon ein paar Wege, Stoltenbuschweg zum Beispiel oder Loherweg von Starkshorn aus. Da ist ja schon mal vorgemacht, wie es gehen könnte. Das soll passieren und danach muss er dann ein bisschen sacken. Dann lassen wir es ein bisschen sacken. Ein Monat wird dann erstmal Ruhe sein, damit sich das alles setzen kann, damit der Regen die Hohlräume zwischen den Steinen einspült. Aber erstmal muss gebaut werden und dann sehen wir weiter. Man fährt sie gerade vom Kirchenvorstand. Orgel verhängt, die Fenster verbrettert. Was ist hier los in der Kirche? Ja, in der Kirche tut sich was. Wir haben Sanierungsmaßnahmen, Renovierungsmaßnahmen hier. Und wir fangen an mit den Fenstern. Das sind die alten Fenster. Die sollen drin bleiben, erhalten bleiben. Und da sind die Tischler jetzt im Gang. Da haben die Flügel rausgenommen. Die gehen in eine Werkstatt. Und die Rahmen werden zum größten Teil hier vor Ort renoviert und wieder eingebaut. Fehlende Teile werden ersetzt, wenn irgendwas morsch ist. Aber sonst, letztendlich sind die Fenster in Eiche und von daher noch im relativ guten Zustand. Das Gerüst steht an der Kirche, weil es um die Fassade auch geht und das Dach. Dach wird komplett abgedeckt. Man wird gucken, wie es mit dem Dachstuhl darunter aussieht, was da gemacht werden muss. Und die Isolierung vor allen Dingen. Das konnte man schon relativ gut sehen. Die Isolierung ist fast nicht vorhanden, total verrutscht. Das ist ein wichtiger Teil. Und genau, das wird neu eingedeckt mit neuen Ziegeln dann. Die Fassade, die hat es nötig. Wir haben Staunässe im unteren Bereich, das sieht man ganz gut, weil der Putz abbröckelt. Und da muss man gegenwirken, das Erdreich wird um die Kirche herum ausgegraben und dann wird man gucken, was zu machen ist. Ein teurer Spaß, aber nicht aus der Kollekte bezahlt. Nicht aus der Kollekte bezahlt. Die Landeskirche Hannover hat uns freundlicherweise diese Maßnahme ermöglicht, im Rahmen von 680.000 Euro in etwa. Perfekt. Die rund erneuerte Maria-Glück-Aschau-Brücke in Höfer. Ein wunderbar grüner Weg zwischen dem künftigen Tante-Enso-Laden, Winkelfürth-Heide, Sportplatz und Schwimmbad. Aber westlich der Aschau riskieren Nutzer noch Hals- und Beinbruch in Sumpflöchern und allerhand Gefahrstellen. Lässt sich da was machen? Stilles Gedenken an Peter Deutschmann, der vor 25 Jahren in Eschede Opfer rechtsextremer Gewalt wurde. Ja, die Trauben hängen ziemlich hoch für unseren TuS nach dem Wiederaufstieg in die Bezirksliga. Die Heimspielpremiere ging mit 2:3 gegen Schneferdingen 2 in die Hose. Durchbeißen, Jungs.